und Helden da draußen. Ich habe die große Freude und ihr spürt es, ja, mein ganzer Körper vibriert und lebt mit, einen besonderen Gast hier zu haben, den ihr vielleicht schon vom Sehen her kennt. Vielleicht habt ihr ihn schon erkannt, ich bin mir fast sicher und ich will hier an dieser Stelle einfach nur schweigen und genießen und übergebe direkt an dich, Detlef. Wer bist du und was machst du? Ich heiße Detlef Jöcker, ich bin 1950 in Münster geboren und lebe immer noch in der Nähe von Münster. Ich liebe diese Stadt, ich liebe die Umgebung, ich liebe im zunehmenden Alter die Natur und ich liebe die Musik. Schon von früh an als Kind bin ich sehr gefördert worden von meinen Eltern und so bin ich dann über die Liebe zur Musik, über die Beatles, über das Musikstudium, über die eigenen Kinder zu Kinderliedern gekommen. So dass ich mittlerweile 1300 Kinderlieder komponiert habe, also immer im Verbund mit meinen Kindern. Ich liebe diese Tätigkeit. Das heißt aber nicht, dass ich den ganzen Tag nur Kinderlieder höre, sondern ich bin mit Leib und Seele Musiker und finde, es ist ein Gottesgeschenk, dass es die Musik gibt, mit der man ganz viel machen kann, mit der man ganz viel fühlen kann, mit der man sehr viel bewegen kann. Und so bin ich auch dankbar, dass ich diesen Weg gehen durfte und ihn auf meine Art und Weise auch im fortgeschrittenen Alter auch noch weitergehe. Hm. Du Detlef, jetzt hast du mich gerade voll mitgenommen, weil auch ich bin Musiker aus Leidenschaft und spiele ein paar Instrumente und mache das mit großer Freude. Und ich kenne diese Magic Moments als Musiker und ich bin mir ganz sicher, die kennst du auch. Sag uns doch mal so ein oder zwei so Magic Moments, wo du gemerkt hast, so wow, wozu Musik bei dir oder bei anderen in der Lage ist. Also ich fange mal an mit einem Erlebnis, das vielleicht für viele, die es noch nicht erlebt haben, ein bisschen profan klingt, was es aber gar nicht ist, sondern in den Ende der 60er Jahre mit 5 Freunden in einem Übungskeller mit einem Equipment, das noch bestand aus dem alten Radio, mit Nüsternklemmen, mit einer umgebauten Gitarre, die ersten Lieder der Beatles nachzuspielen. Und zwischendurch, dann hatten wir so ein Gefühl, damals nannte man das noch nicht so, es groovte, wir waren eine Einheit. Das war wie Gold, das war ein Erlebnis, das, ich glaube, eine der schönsten Süchte, die es gibt. Und das war ein Start in diese wunderbare Welt der Musik. Und ich hatte einen Lieblingsonkel, der Elvis Presley liebte. Mhm. Und die hat er mir oft vorgespielt und er hat mit mir getanzt. Er hat mir das Twist-Tanzen beigebracht. Das waren meine ersten lebendigen Erfahrungen, wie Musik und Bewegung zusammen Freude macht. Und dann vielleicht noch ein drittes Beispiel. Ich habe auch entdeckt, dass Musik viel tiefer geht, als man vielleicht manchmal denkt. Ich habe die heilenden Kräfte von Musik, die fürsorglichen Kräfte von Musik erkannt. Ich habe erkannt, dass ein Rhythmus, der im Herzschlagrhythmus gespielt wird, mit einer Melodie, wo der Mutterruf, dieses Mama, das ist ja ein Intervall, was alle Menschen berührt, was das mit mir macht und wo mich das hinbringen kann. Da sind also ganz unterschiedliche Aspekte, die Freude an der Musik und am Musizieren und auch eben am gemeinsamen Musizieren mit den Kindern und Eltern geschaffen hat. Ja, wow. Da schwinge ich auch wieder direkt mit, vor allen Dingen, wenn es darum geht, was ist denn alles Musik, wie kann sich Musik anhören, aber vor allen Dingen auch anfühlen, was transportiert Musik, wie sind die Momente, in denen wir nicht nur etwas fühlen und sehen, sondern gleichzeitig auch noch hören, wird das Gefühl dann intensiver? Lass uns doch mal darauf eingehen. Was kann denn, jetzt kriege ich sogar Gänsehaut, was kann denn Musik für dich? Welche Superkraft, du weißt ja, wir sind die Kita-Helden und wir aktivieren Superkräfte und welche Superkraft hat Musik für dich? Was hast du schon erlebt? Na, das ist also einmal erst ein ganz persönliches Empfinden. Je älter ich werde, desto weniger weiß ich darüber, aber desto mehr spüre ich. Wenn man ein ganz einfaches Beispiel nennen, der Sonntagmorgen, das Frühstück mit meiner Frau, das ist uns ganz wichtig und dann kommt die Auswahl der Musik. Es ist schnell entschieden. Nehmen wir ein Ei, trinken wir Tee, nehmen wir Kaffee, aber welche Musik läuft? Und manchmal ist es so, dann lege ich ein Klavierkonzert von Mozart auf, ach nee, sagte meine Frau, das passt jetzt nicht.
wir landen schlussendlich dann doch immer bei Johann Sebastian Bach. Dann auch nicht zu schnell gespielte. Also da merkt man dann schon, also Musik hat also ganz, ganz viel auch mit Stimmung zu tun und kann manchmal sogar, wenn man die falsche Musik auswählt, vielleicht sogar schlechte Laune machen, kann aber auch wirklich so das Gefühl, ach, wunderschön, wir fühlen uns wohl und die Musik verstärkt dann dieses Gefühl. Musik kann natürlich darüber hinaus auch motivieren, um jetzt zum Kindergarten zu kommen. Diese Erfahrung machen alle Erzieherinnen. Musik wird gebraucht in jedweder Form, weil man damit Kinder auch motivieren kann. Man kann sie heranführen, in die Lust vielleicht auch Wissenserfahrung zu machen. Musik bewegt die Kinder auch aufeinander zu. Mit einem Freundeslied kann man, Freundschaftslied kann man zum Beispiel einen Konflikt manchmal besser auflösen, als wenn man zu lange, zu intensiv, vielleicht auch sogar manchmal zu laut darüber spricht. Musik bringt Kinder in Bewegung. Und das Tolle an Musik ist, dass es immer auch letztendlich ein Geheimnis bleibt. Ich liebe dieses Zitat, was ja vielen Leuten zugesprochen wird. Da, wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an. Und das ist etwas, was ich faszinierend finde. Und das ist ein ganz, ganz tolles Abenteuer. Und es ist immer wieder auch zu erleben bei meinen Live-Veranstaltungen, was Musik da bewegt. Also nicht nur das Individuum, nicht nur das Kind, die Eltern, ich sehe ja alles in einem großen Zusammenhang, sondern was für eine Energie sich manchmal ausbreitet und was es mir dann gibt. Es gibt manchmal Konzerte, ich will nicht zu weit abschweifen, aber wo ich dann denke, eigentlich hätte ich Eintritt zahlen müssen, weil ich so dankbar bin, dass das, was ich da gefühlt habe. Also es ist schon ein Wunderwerk, Musik ist ein Wunderwerk, man wundert sich manchmal und das war mir auch bei meinen unzähligen Seminaren, die ich vor vielen, vielen Jahren, als es noch ein Novum war, in Deutschland gegeben habe, so bin ich eigentlich bekannt geworden, das war mein Facebook, war mir das wichtig, das zu vermitteln, den Erzieherinnen Mut zu machen, ihre 100% an Ausdrucksfähigkeit, die sie unbedingt brauchen, damit sie von Kindern ernst genommen werden, zu wecken. Und da hilft Musik einfach wunderbar. Du, Detlef, jetzt habe ich mal eine ganz schwere Frage an dich. Und die ist wirklich schwierig, ja. Und ich bin sehr gespannt auf deine Gedanken zu dieser Frage. Ich weiß nicht, ob es eine Antwort gibt, aber sicherlich deine Gedanken. Ich versuche es. Woran liegt das? Wir beide spüren, was Musik in uns bewegt. Wir wissen sogar, dass Musik in uns etwas aktiviert und öffnet, etwas befreit vielleicht sogar. Ja. Du, Detlef, woran liegt es, dass sich viele Menschen doch auch sehr schwer tun mit Musik? Dass auch viele Pädagoginnen und Pädagogen, die ich kenne, bei meinen Reisen durch viele deutsche Kitas, dass ich immer wieder auch Menschen treffe, die in dem Bereich arbeiten, die sagen, ich kann nicht singen, ich kann keine Musik, ich will das nicht, ich traue mich auch nicht und schon gar nicht vor anderen Erwachsenen, vielleicht noch vor Kindern, das ist interessant, aber nicht vor Erwachsenen singen. Hast du eine Idee, was das ist, wenn Musik doch so schöpferisch ist und so befreiend, dass wir doch manchmal so ein leicht verklemmtes Gefühl haben, mit Musik in Schwingung zu treten? Ich glaube, es ist so wie mit der Natur. Als meine Frau und ich in einem sehr schönen Hotel waren, wir gingen heraus und meine Frau drehte sich um und sah dann, wie wunderschön die Blumen gesteckt waren dort in dem Eintritt und dann trafen sich die Blicke, weil die Gärtnerin war gerade damit beschäftigt und meine Frau sagte dann, ach, wie wunderschön. Und dann sagte die Gärtnerin, ja, wenn man es sieht. So, und da ist mir nochmal so klar geworden, das ist mit der Musik genauso. Deshalb, man kann nicht, und darum finde ich die Frage gut und auch richtig, die ich dann auch gerne beantworte. Man sagt ja dann immer so leicht Musik ist etwas, was uns alle berührt, was uns alle in Bewegung bringt. Nein, das ist natürlich nicht so, weil wir Menschen sind Individuen, wir haben bestimmte Erfahrungen als Kinder gemacht. Vielleicht mal hat die Mutter dann zu der späteren Erzieherin gesagt, sag mal, hörst du mal auf, das ist Katzengejammer. Diese Erzieherin, du singst ja, es klingt wie eine Katze. Das ist eine Frustration, die dieses Kind mit durch das Leben nimmt. Und als Erzieherin hat sie dann Hemmung zu singen und saß dann vor Jahren dann bei Detlef Jörger im Seminar und sagte, was soll ich tun? Es ist ganz schwierig, mich einzuschwingen
auf die Tonhöhe. Wenn ich alleine singe, erkennt man die Melodie. Aber ich bin nicht in der Lage, mit den Kindern zu singen. Und das ist ganz, ganz furchtbar. Und ich glaube, dass so wie ein Mensch ist, so ist er auch in der Lage, Musik zu empfinden, Musik zu fühlen. Und es ist natürlich traurig, wenn ein Mensch dann wirklich sagen muss, das gibt mir gar nichts. Du bist so begeistert von der Musik, aber ich kann mich da nicht richtig fallen lassen. Mhm. Aber Musik kann auch manchmal helfen. Man muss auch mit sich selbst geduldig sein und dann andere Stärken herausheben, sodass ich zu dieser Erzieherin habe ich dann gesagt, ja, das können wir auch jetzt nicht abstellen, aber ich glaube, Sie können ganz viel mit der Begeisterung kompensieren und vielleicht, das ist ja das Schöne, wenn dann damals waren es ja noch Musikkassetten, wenn die Musik singt und der Detlef Jöcker oder Rolf Zukowski, die singen dort, dann lassen wir das schön, die Kinder hören zu, sie können ja den Text dazu sprechen und die Bewegung, da haben sie alle Energie für die Bewegung. Und ich glaube, das ist dann etwas, was in solchem Augenblick auch hilfreich sein kann. Sag mal, kann deiner Meinung nach Musik heilen? Oder kann Musik auch Kinder die in einer besonderen Welt leben oder Kinder mit besonderen Herausforderungen, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich finde es immer so schade, es gibt so viele Stigmata, so viele Schubladen, in die wir Menschen stecken. Ich mag das nicht so. Deswegen sage ich einfach mal, Kinder mit Besonderheiten oder insgesamt auch Menschen mit Schmerzen, kann Musik heilen oder jemanden abholen, da wo er ist und da Türen öffnen? Es wäre vermessen zu sagen in Gänze, ja, kann es. Ich glaube, das ist wiederum auch ganz, ganz unterschiedlich. Ich glaube, es ist so manchmal wie das Glück, dass man so einen Augenblick hat, wo es dann gut tut. Aber ich weiß auch selbst, ich bin ja auch in meinem Leben auch mal krank gewesen, nicht nur einmal, was Schmerzen mit einem machen. Und das dann auch, wenn ich dann, anderes Beispiel, beim Zahnarzt zweimal modern, das Musik dann aufgelegt habe. Wollen Sie Musik hören? Ich sage, um Gottes Willen, nein. Das stört mich ja jetzt total, aber ich bin überzeugt davon, dass es einen Weg gibt, dass es ein Abenteuer gibt, dass es eine Richtung gibt, wo Menschen diese Erfahrung machen können, aber nicht im Vorbeigehen, sondern im Augenblick einfach mal zuhören, sich auf etwas einlassen, aber auch eben ganzheitlich. Und ich glaube, dass Musik da Weggenossen sein können, die dann auch heilen, die Kindern auch helfen, zum Beispiel im Kindergarten auch zur Ruhe zu kommen. Der Zappel-Philipp, sagt man ja früher, daran merkt man, wann ich geboren wurde. Aber diese Zappel-Philippe gibt es ja immer noch. Und wenn zum Beispiel eine Stimmung geschaffen wird im Kindergarten und es wird ein meditatives Lied gesungen, weil die Erzieherin spürt, jetzt wollen die Kinder mal zur Ruhe kommen. Und da ist jemand, der ist das nicht gewohnt. Wenn der zu Hause ist, das weiß die Erzieherin auch, da wird er einfach freigelassen. Und dieses Wilde, dieser Junge oder dieses Mädchen ist da nicht in der Lage, da zur Ruhe zu kommen. Und dann gibt es Augenblicke, wo dann die Kinder, wenn die Kerze, die angezündet wird, dass sie eine Aufgabe bekommen oder dass er die Musik anmachen darf, dass dann Kinder einen Augenblick lang oder vielleicht auch sogar, dass sie es 5 Minuten lang, ich sag mal, aushalten, zur Ruhe zu kommen, einer Musik zuzuhören, zu lauschen. Und ich glaube, da ist schon ganz, ganz viel bewirkt an positiven Ergebnissen. Sag mal, wie siehst du denn eigentlich so unser Land in Verbindung mit Musik? Sind wir ein sehr musikalisches Land? Sind wir eine musikalische Gesellschaft? Siehst du viel Musik hier bei uns oder eher wenig? Geht es zurück? Du bist ja jetzt auch schon lange im Geschäft. Das heißt, du hast, wenn du zurückguckst, auch nochmal einen Vergleichswert. Wo stehen wir denn da deiner Meinung nach? Ja, ich bin ja jemand, also ich versuche mich rauszuhalten aus dieser Negativpower, die so auf uns niederprasselt. Ja. Weil ich, wenn ich bei meinen Veranstaltungen bin, wenn ich in dem Freundeskreis, auch wenn ich die jungen Eltern, die über meine Kinder, mit denen ich dann auch zusammenkomme, deren Freunde, es gibt die schweigende, aber aktive Mehrheit, so aus meiner Sicht. Es gibt so unfassbar viele Eltern, die nicht gehört werden, einfach weil sie damit beschäftigt sind, darauf zu achten, dass ihre Kinder
Vertrauenserlebnisse haben, dass sie mit Musik in Berührung kommen, mit Vätern, die spontan sind, die sich gerne auch um ihre Kinder kümmern, selbst wenn sie abends dann auch nach Feierabend nach Hause kommen. Da passiert so viel. Und mein Gefühl ist, es ist natürlich absolut subjektiv, dass Musik einen ganz hohen Stellenwert hat. Interessanterweise gerade dann, wenn der Durst, der Hunger nach Nähe, gerade durch das, was wir jetzt erleben, durch Trennungserfahrungen, die wir noch gar nicht richtig verarbeitet haben, dass da dann die Eltern wieder sagen, ja, also ich bin so froh, dass mein Kind jetzt auch, wenn es Geige spielt, wenn es ein bisschen älter ist oder Klavier, es klingt noch nicht gut, aber es ist schön, dass mein Kind sich damit beschäftigt. Und ich glaube, dass wir als Kinderliedermacher und Kinderliedermacherinnen, zu meiner großen Freude erlebe ich ja da einen richtigen Boom, ja. Endlich kommt sie auch, ja, dass wir junge Eltern auch motivieren können und das Gefühl vermitteln können, ja, Musik ist ganz wichtig, auch wenn ein Kind singt, ist es ganz wichtig. Und über das Singen kommt sie zur Musik. Ich habe das übrigens als Kind früher selber auch erfahren. Ich bin über meine Kindergartenerfahrung auch zum Singen gekommen. Lass uns doch mal da einen kleinen Ausflug machen. Wie hast du denn deine Kindheit oder auch so die Kindheit deiner Freunde erlebt im Vergleich zu der Kindheit von heute? Das wird mich mal persönlich total interessieren, weil ich ja ein anderer Jahrgang bin. Wie war denn damals die Zeit, als Kind groß zu werden? Und vielleicht noch eine Frage B hinterher. Ja. Wie waren denn die Eltern? Unterscheiden sich die Eltern von damals in ihrer Erziehung von den Eltern von heute? Auf jeden Fall. Ich bin ja in einer Zeit groß geworden, wo es noch sehr viele Spielplätze gab, die eine ganz furchtbare Geschichte hatten, nämlich Trümmergrundstücke. Nicht, das waren zerbombte Häuser auf unserer Straße. Jedes dritte, vierte Haus war so ein Grundstück. Das waren die besten Spielplätze überhaupt. Da konnte man die Bäume hochklettern. Da konnte man, durfte nicht, also in die Keller unten rein. Das war Abenteuer pur. Hoch kam ich immer runter nicht. Nicht immer. Da musste ich meine Mutter rufen. Die hörte dann, kam runter und sagte, wenn du hochgekommen bist, musst du auch wieder runterkommen. Und ist dann schon, wenn sie merkte, es wackelte, ist sie dann nach ihren Möglichkeiten hinterher und hat mir geholfen. So bin ich groß geworden. Meine Eltern oder ich auch als Kind habe ja auch dann erlebt, wie eine fünfköpfige Familie in einem Zimmer in eine etwas größere Wohnung kam. Das erste Fahrrad, der erste Schwarz-Weiß-Fernseher, es war alles im Aufbau. Und wir waren immer draußen. Wir haben gespielt und meine Oma hatte einen kleinen Garten und das war für mich immer ganz, ganz toll. Dann durfte ich dann den Weg spritzen und fegen. Also, und wenn ich heute in einen Apfel beiße und er mir schmeckt, dann sage ich, ach, der schmeckt ja wie früher. Nicht? Also ich habe eigentlich oder tatsächlich all das erlebt, was heute manchmal von Eltern vermisst wird, wenn sie sagen, ja, aber wir wohnen ja jetzt hier in dem Block und da unten ist ein Spielplatz, aber da will das Kind auch nicht immer hin und wir müssen dann raus und das geht auch nicht immer, wir sind viel zu selten in der Natur, wenn es dann überhaupt so weit ist. Und da bin ich in einem Umfeld groß geworden, was man auch vielleicht bei der Auswahl oder bei den Texten, die ich selber mache, immer noch hört. Und das ist auch etwas, was ich dann auch gerne vermittle, weil der Skilehrer Beppi, der hat versucht, mir das Skifahren beizubringen. Das ist ihm leider nicht gelungen. Ich bedauere das sehr. Er hat aber gesagt, Skifahren lernt man nur durch Skifahren und Naturlieben lernt man nur durch Naturlieben. Also man muss etwas machen. Und das ist etwas, wenn ich an meine Kindheit denke. Und wenn ich an meine Kindheit denke, dann denke ich an meine Mutter, die mich immer sehr gefördert hat. Die hat mir irgendwann eine Gitarre gekauft. Das ging nicht so, dass man sagte, auch dann kaufe ich eine Gitarre, sondern ich musste abends noch nähen mit ihrer Nähmaschine, damit das Geld irgendwann zusammen war. Also das Thema Förderung von Kindern ist auch, habe ich auch mit in mein Erwachsensein und in mein Vater, in mein Elternsein genommen. Und der Kindergarten, der katholische, von Nonnen geführt, morgens wurde gesungen, bevor man reinging im Kreis. Es wurde im Kindergarten gesungen und ich habe mitgesungen und laut gesungen und habe Spaß gehabt und manchmal sogar zu laut. Also da habe ich die Erfahrung gemacht, dass frühe Prägungen nicht nur im Elternhaus, sondern auch im Kindergarten wichtig sind und entscheidend sein können, wie sich ein Kind zum Beispiel oder ein Erwachsener auf Musik einlässt und auf andere Dinge.
Gibt's denn etwas jetzt im Vergleich zu damals? Ich stelle immer auch gerne, lass mich mal diese Frage noch stellen. Die stelle ich vielen meiner Gäste, die in deinem Alter sind. Die stelle ich, weil ich sehr biografisch interessiert bin, auch an meiner Biografie. Ich will immer verstehen, wie das so war und wie sich das entwickelt hat. Haben deine Eltern viel mit dir gespielt oder hast du viel mit dir selbst und Freunden oder anderen gespielt? Ja, ich habe, also, weil meine Eltern waren beschäftigt, das heißt, meine Mutter hat dann noch im Schulladen gearbeitet, mein Vater hatte auf dem Bau gearbeitet, er war Akkordputzer, da hat er sein Geld verdient und wir waren unterwegs, wir hatten sehr viele Freunde, so, das ist also meine ganz starke Erinnerung und wir mussten dann immer raus und wenn wir auch drin waren, das ist etwas, was ich natürlich auch mit in mein Erwachsensein hineingenommen habe. Und das habe ich versucht, bei meinen Kindern etwas anders zu machen. Das heißt, wir hatten diese Möglichkeiten, uns zu entfalten draußen, diese Naturerlebnisse, diese Klettererlebnisse, diese wichtigen Erfahrungen, die man als Kind auch machen muss, einmal über einen Bach springen, einen Baum hochklettern, einem Erwachsenen verzeihen lernen. Also das sind alles so Dinge, das habe ich als Erfahrung schon gemacht. Aber dieses aufgrund der Umstände auch mit sich selbst beschäftigen müssen. Und das habe ich dann ganz stark auch so in der Erziehung, ich nenne das über Begleitung der Kinder mit eingebracht, dass ich nach meinen Möglichkeiten mich mit meinen Kindern dann auch beschäftige. Und vor allen Dingen beschäftigen heißt ja auch, das Kind sehr bewusst wahrnehmen. Und das ist ja das Tolle, wenn man singt mit dem kleinen Baby in der Hand. Da freue ich mich ja schon. Das Enkelkind, das kommt mit der Tochter aus England. Und ich sehe es zum ersten Mal live. Und ich pfeife jetzt so ein bisschen ab, weil ich ein bisschen gerührt bin. Meine Frau holte mich, die Tochter und das Enkelkind ab. Und ich habe ihm immer jetzt über das Display des Handys habe ich immer, wenn ich ihn gesehen habe, habe ich gesungen, süßer Singemaus, komm mehr raus aus deinem Haus, durch die Fenster, durch die Türen. Und jetzt bin ich mal gespannt, heute singe ich es zum ersten Mal live, wenn ich ihn nachher in den Händen halte. Und was ich damit sagen will, ist, dass dieses bewusste Wahrnehmen von Kindern, das ist, und wenn man zum Beispiel ein Lied singt, in die Augen schauen, nicht nur so im Vorbeigehen oder sagen, ach, das ist schön, das schafft so viel Nähe zwischen Eltern und Kindern. Und deshalb waren ja auch neben den Liedern für die bis zu 6 Jahre alten Kinder auch vor allen Dingen die Lieder für die Allerkleinsten wichtig, die ich ja immer für meine eigenen 4 Kinder geschrieben habe. Wie erlebst du denn eigentlich Eltern heute? Also wenn du mal ganz grob zusammenfassen würdest, wie du Eltern erlebst, was kommt dir da so als erstes in den Sinn? Ja, das ist auch ganz unterschiedlich. Also ja, wir können nicht pauschalisieren, das ist klar. Ja, genau. Ich lebe ja auch in einer gewissen, ich nenne das mal, es ist jetzt, vielleicht kommt es komisch rüber, Bildungsschicht. Das heißt also, ich habe sehr viel mit Eltern zu tun, die sich natürlich Gedanken machen, manchmal sogar viel zu viele Gedanken. Mhm. Ich erlebe viele Eltern, vor allen Dingen Mütter sind es, die eine sehr starke Kontrollfunktion ausüben, sodass ich dann manchmal sage, sag mal, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du so beobachtet wirst, nicht? So ein Kind spürt das ja auch, also immer so bereit dann zu sagen, ja, Helikoptereltern nennt man das, glaube ich, ja, das ist doch schon etwas, was mir auffällt und Männer gehen da ein bisschen unkonventioneller mit um, so hat jeder seine Stärken und seine, seine Schwächen und was ich aber auch schon erlebe durch Schauen, durch eine sehr bewusste Wahrnehmung, ist natürlich, dass in Familien, wo das Thema Bildung nicht so relevant sein kann, sein darf, dass da natürlich auch schon andere Gesetze herrschen und dass die Musik da auch nicht mehr so wichtig ist. Da gibt es eine ganz starke Hinwendung auch im Kinderlied zum Mainstream. Das heißt, so wie ich, als es noch eine gesunde Mittelschicht gab vor 15 Jahren, da hat also ein Tonträger, den ich gemacht habe, ein Album, das heißt Bitte sehr und Dankeschön. Da geht es um Benimmregeln und um Werte. Da habe ich noch eine goldene bekommen mit über 400.000 verkauften
Alben, das ist heute gar nicht mehr möglich. Nicht? Ich merke, dass die Eltern sagen, ach nee, komm, wir wollen jetzt Lieder haben mit Bewegung, wir wollen jetzt einfache Texte, was ja auch Ja. jetzt nicht verwerflich ist. Also da findet schon eine ganz klare Spaltung statt und das finde ich manchmal ein bisschen schade. Lass uns das doch mal zum Aufhänger für dafür nehmen, auch vielleicht noch mal ein bisschen kritischer hinzuschauen. Ich würde gerne noch mal, was mich sehr interessiert, ist, ob es etwas gibt in puncto Musik, was dir auch Sorgen bereitet. Ich gebe dir gerne mal ein kleines Beispiel, was ich vor kurzem erlebt habe. Im Moment, nicht im Moment, in den letzten Jahren boomt ja auch die deutsche Musik wieder, deutsche Sprache. Das ist ja auch wunderschön. Ich war auf einem Spielplatz mit meinen zwei Töchtern und meiner Frau und in der Mitte des Spielplatzes saß eine Gruppe mit Jugendlichen, die haben einen deutschen, naja, wie nenne ich das? Gangster-Rap, Gangster-Hip-Hop gehört. Und diese Texte waren, die haben mich sehr beunruhigt, um es mal so zu sagen. Und das ist so etwas, das macht mir persönlich Sorgen, weil das kriegen die Kinder natürlich mit. Na klar, kann man da intervenieren und zu den Jugendlichen gehen. Das ist jetzt vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber gibt es was in der Musikwelt, und das kann ja auch was ganz anderes sein, was dir persönlich Sorgen bereitet? Also dazu muss ich sagen, ich finde das auch ganz übel. Ich bin mal in diese Welt, also hier übers Internet mal eingestiegen, damit ich überhaupt mal so, weil ich bin da ja raus aus dieser Geschichte. Und das fand ich auch erschreckend. Da habe ich auch eine Gänsehaut bekommen, aber eben keine positive. Und da bin ich froh, dass wir die Möglichkeit haben, Kindern, gerade auch im Kindergarten, wo Kinder noch wie offene Gefäße sind, so viel positive Erlebnisse hineinzustopfen, ruhig, mit den Kindern ganz viele Lieder singen, viele Dinge auch anbieten. Was mir nicht so gefällt, das sage ich aber auch als Analytiker, als jemand, der Musik studiert hat, ist, dass es auch viele Lieder gibt, die zum Beispiel falsch komponiert sind, die sprachlich sowas von Denklich daneben sind. sind, ja. Aber das erledigt sich in der Regel dann auch schon immer von selbst. Ich beobachte es so ein bisschen so auf Instagram. Es sind dann sehr viele bemüht, auch Lieder zu schreiben, wobei ich damit nicht sagen will, dass Detlef Jöcker oder Rolf Zukowski oder Volker Rosin die einzigen sind, die gute Lieder schreiben. Aber das finde ich dann, das tut dann schon manchmal weh. Das ist im Grunde genommen das Einzige. Aber dieses Erlebnis, was du eben geschildert hast, Andreas, diese Gangster-Rap-Geschichten, das ist schon schlimm und das müssen wir auch erstmal aushalten und deshalb eben viele schöne Musik in die offenen Gefäße der Kinder hineinlegen, in der Hoffnung, dass sie dann mit einem wunderbaren harmonischen Bogen über dieses Negative hinweg schwingen. Du Detlef, wir kommen jetzt so langsam schon zum Ende unseres Interviews. Und was ich am Ende immer sehr, sehr gerne mache, ist, dass ich nachfrage nach Herzensprojekten, Herzensthemen, nach Dingen, die im Moment in deinem Leben entweder eine sehr große, wichtige Bedeutung haben oder ein Thema, wo du sagst, Mensch, das hat viel zu wenig Öffentlichkeit. Lasst uns dieses Thema, dieses so wichtige Thema doch mal in die Öffentlichkeit bringen. Und das muss jetzt gar nichts mit Musik zu tun haben, sondern das ist dein persönliches Thema. Gibt es da momentan was? Ach, das ist im Grunde genommen so einfach. Also ich wünsche mir einfach, dass die Herzenswärme, dass die Empathie, das Vertrauen, also diese positiven Energie, die wir Menschen haben, das in Form von Musik, in Form von Literatur, in Form von Gesprächen, dass sich das weiterentwickelt, um etwas dem, was so an Negativen, das ist ja wie eine Wand, die ganz langsam näher kommt, eine sehr dunkle Wand, etwas entgegenzusetzen. Und deshalb, wir dürfen ruhig etwas lauter sein mit dem Thema Liebe, Vertrauen, sich in den Arm nehmen. Und ich glaube, wir brauchen jetzt und auch für die Zukunft, für eine ungewisse Zukunft, wir wissen ja gar nicht, was auf uns zukommt, vor allen Dingen auch nach dieser Zeit, brauchen wir eben ganz, ganz viele Menschen, ganz viele Erlebnisse, wo die Liebe die treibende Energie ist. Und das ist das, was ich mir wünsche. Und ich hoffe, dass ich nach wie vor mit meinen Liedern auch dazu beitragen kann, ein ganz kleines
Pünktchen zu sein. Und das kann man nicht nur mit Musik machen, sondern auch einfach indem man ja Vergebung, Verzeihung, auch mal Entschuldigung sagt und fühlt. Und das ist ein Weg, den wir, glaube ich, alle gut gehen können. Du, dem möchte ich nichts mehr hinzufügen. Das war ein wunderschönes Schlusswort und eine wunderschöne Idee vom Leben. Und ich bin ganz bei dir. Und ich möchte dir an der Stelle nochmal von Herzen danken für deine Zeit, für dieses großartige und so aufrichtige Gespräch, für dein Vertrauen in dieses Gespräch und dafür, dass wir das hier miteinander gemacht haben und ich ganz viel von dir erfahren durfte, wir alle da draußen. Ich danke dir, Detlef. Darf ich auch noch was sagen? Ja, bitte, hau raus. Ja, also ich finde es ganz großartig und das schließt im Grunde genommen nochmal an dieser Schlussfrage an, dass es solche Menschen gibt, wie du jemand bist. Du hast mir ja geschrieben, bin dann in deine Welt eingestiegen und ich habe zu meiner Frau gesagt, das ist doch solche Menschen, da brauchen wir mehr von, die mit Leib und Seele und mit Intelligenz und mit Engagement so etwas auf die Beine stellen. Und da muss ich dir ein riesengroßes Kompliment machen. Ich bin ein großer Fan von dir. Das ist eine echte Ehre, mein persönlicher Ritterschlag für heute. Ich danke dir von Herzen dafür, ganz, ganz toll. Und ich freue mich auch weiterhin mit dir in Kontakt zu bleiben und wünsche euch da draußen jetzt erstmal eine ganz wunderbare, heldenhafte Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.